Hallöchen, ich bin Anita vom Channel Anita Girlietainment. Willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, du hattest super schöne Weihnachtsfeiertage. Ich habe die bei meinen Eltern zu Hause genossen. Habe auch ab und zu ein bisschen was gefilmt. Falls du das sehen möchtest, schau am besten auf meinem Zweitkanal, auf meinem Blogkanal. Da siehst du so, was wir so den einen oder anderen Tag gemacht haben. Außerdem so gut ins neue Jahr gekommen. Ich freue mich total auf 2017, weil 2016 war schon eins meiner Top 3 Lieblingsjahre, weil so viele schöne Sachen passiert sind. Und in diesem Video wollte ich dir meine Weihnachtsgeschenke zeigen. Ich will nur sagen, es ist sehr einhornlastig geworden. Also ziemlich viele Dinge sind pferdemäßig und wie kommen alle darauf, dass ich halt Einhörner mag? Dieses Geschenk habe ich von meinem Arbeitskollegen bekommen. Mit so einer kleinen Harry Potter Musik da jetzt dabei. Ja, also das ist mal Geschenk Nummer 1 von meinem Arbeitskollegen Meinrad. Danke dafür. Einhornmäßig geht es auch jetzt weiter. Ich habe genau diese Hausschlapfen oder Hausschuhe, oder wie man Hauspantoffeln, wie man dazu sagt, dieser im Einhorn-Style, habe ich auch in meinem 40 Geschenke für Reiter und Pferde Video hergezeigt. Und das Lustige war, ich bekomme das dann einfach und ich so, hey, voll cool, also falls du noch Weihnachtsgeschenke brauchst für irgendeinen Freund oder irgendeine Freundin, die gerne auch so Pferdesachen mag und generell auch reitet oder generell einfach ein Pferdefan ist, dann schau am besten hier jetzt oben und auch alle Infos jetzt unten in der Infobox, habe ich 40 Geschenke für Reiter am Pferd und in diesem Video war halt eben auch das und das habe ich jetzt auch bekommen, das sind super flauschig, mal total gerne. Und genau in diesem Video habe ich auch noch etwas Einhornmäßiges hergezeigt, was ich dann auch geschenkt bekommen habe von der Schwester von meinem Freund. Und wie cool ist denn das? Das ist eine Einhorn-Powerbank. Also gefällt mir mega gut und habe ich ja auch gesehen, während ich das Video gemacht habe und ich habe die ganze Zeit überlegt, soll ich mir das jetzt nehmen oder nicht? Hier unten kannst du es anstecken, das heißt, du kannst hier dein Handy halt eben aufladen, was halt mega praktisch ist und ich bin halt der volle Fan von. Es ist nur ein bisschen schwer, muss ich sagen. Also zu mitnehmen weiß ich nicht, ob das wirklich das Richtige ist. Aber es gefällt mir richtig gut und stelle ich auf jeden Fall jetzt dann noch irgendwo zu mir ins Zimmer. Das nächste Geschenk müssen alle Sailor Moon Fans kennen. Ich bin also ein riesengroßer Sailor Moon Fan und habe diese Sailor Moon Socken bekommen. Übrigens, ich habe jetzt gerade auch Sailor Moon Socken an. Also das hier ist Sailor Moon selber. Das hier ist Sailor Mars. Das war übrigens meine absolute Lieblings-Sailor-Kriegerin. Und das da, glaube ich, ist Chip User, die Schwester oder die Tochter von Sailor Moon? Ich glaube, die Tochter. Ist ein bisschen kompliziert, weil das in der Zukunft ist und dann geht sie wieder zurück und bla bla bla. Auf jeden Fall, ich bin ein riesengroßer Sailor Moon oder eher Sailor Mars Fan und trage jetzt auch die Socken jeden Tag. Also zumindest die anderen habe ich jetzt 2 Tage hintereinander getragen. Worüber ich mich mega gefreut habe, weil es das in Österreich nicht gibt, ist etwas, was mir meine Schwester aus Hamburg mitgenommen hat. Das gibt es anscheinend in Deutschland und zwar das hier. Ich habe sogar noch eine vierte Packung, aber die mittlerweile schon aufgemacht. Und zwar sieht das hier so aus. Das ist hier so ein Knäckebrot, was ganz leicht ist. Und meine Schwester hat gesagt, das gibt es anscheinend bei Aldi Nord. Bei uns gibt es das nicht. Also zumindest nicht in so großen Packungen, halt eher so in ganz kleinen Packungen. Und ich liebe dieses Knäckebrot. Also das sind Vollkorn und dann mache ich mir irgendwelche Sachen drauf. Und da hat sie mir jetzt einfach 4 Packungen, die eine habe ich schon offen, als Proviant mitgegeben, was ich halt voll cool finde. Auch noch etwas, was ich von meiner Schwester geschenkt bekommen habe, ist diese super süße Kette hier, die ich total süß finde, in so einem Einhorn-Style. Und die ist auch so ein Polygon, genauso wie das Logo hier auf meinem Pullover, falls du das siehst. Und ich finde das super schön und das passt auch echt gut dazu. Eine Einhornkette. Ein super praktisches Geschenk habe ich von meinem Freund bekommen und zwar für meinen Laptop habe ich mir so eine Laptop-Tasche gewünscht, wo ich nur meinen Laptop reinpacken kann. Kann man hier so aufmachen und da ist dann der Laptop drinnen. Natürlich in meiner Lieblingsfarbe. Rosa oder braun, damit macht man mich immer glücklich. Und hier kann man das alles reinpacken, Laptop rein. Und somit habe ich ihn immer sicher unterwegs und mega stylisch. Ich werde wahrscheinlich den noch ein bisschen pimpen und noch so ein paar Pferdesticker oder Einhornsticker draufkleben, damit er noch so ein bisschen mehr nach mir aussieht. Und damit meine Kamera gut geschützt ist, habe ich für meinen Eltern diese super coole Tasche bekommen für meine Foto-Videokamera, die man dann hier so reingeben kann. Und hier passt dann auch der Ersatzakku gut rein und hat dann so ein Bändchen dabei. Das heißt, ich kann die noch immer so Safari-mäßig mitnehmen. Und ich bin total schick und dann passt meine Kamera gut rein und somit ist die auch immer safe on the road. Von meinen Schwiegereltern habe ich Gummistiefel bekommen und zwar meine Lieblingsfarbe braun. Das heißt, ich kann jetzt so richtig schön im Gatsch herumgatschen und im Schnee, falls wir jemals mal einen Schnee haben sollten. Meine letzten Gummistiefel hatten da irgendwie einen Riss
Und da ist auch immer dann das Nasse durchgekommen. Das ist sehr unpraktisch bei Gummistiefeln. Und jetzt habe ich neue bekommen und über die freue ich mich ja total. Ein Geschenk, was auch immer geht, ist Schminkzeug. Und ich habe von meiner Schwester hier das Dupe zum Hula Bronzer bekommen. Der heißt Honolulu von W7. Und der ist eigentlich anscheinend genau gleich wie der Hula Bronzer. Das heißt, du kannst dir dann diese Stellen hier konturieren. Und ich freue mich voll, weil Schminken mag ich ja total gerne. Und jetzt habe ich ein neues Teil in meiner Schminksammlung. Von meiner kleinen Schwester habe ich noch selbstgemachte Sticker bekommen, und zwar alle mit meinem Logo drauf, was ich ziemlich cool finde, die ich dann auch in meinen Kalender kleben kann. Und sie hat nicht nur der Sticker mit meinem Logo gemacht, sondern auch mit einem Foto von mir, glaube ich. Da mit dem Foto von meinem Kanal. Da siehst du den Rubien und mich und ein bisschen auch die Rubinesca. Oder auch eins meiner absoluten neuen Lieblingsfotos, und zwar das Vierergruppenfoto mit allen meinen Pferden. Und das werde ich auf jeden Fall dann auch in mein Trainingsbuch hineinkleben und damit auch mein Trainingsbuch ein bisschen pimpen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Und ein Geschenk habe ich mir selbst gemacht, und zwar ist das der Kalender von meiner Lieblings-YouTuberin Ella de Bee. Ich habe sie angeschrieben, ob sie mir nicht noch einen Kalender irgendwie reservieren kann, den ich dann gekauft habe. Und den habe ich dann auch meiner Schwester geschenkt. Der schaut normalerweise nicht so aus. Also der schaut normalerweise komplett schwarz aus. Schaut ein bisschen bibelmäßig aus, muss ich sagen. Meine Schwester hat auch den gleichen bekommen. Meine Schwester und ich haben den gepimpt. Das heißt, dieses Gummiband haben wir selbst drauf gemacht. Ich habe dann hier auch so eine eine Stifterhalterung reingemacht. Schau mal so. Das heißt, ich habe dann immer so einen Stift dabei, kann das hier so zumachen und habe mir mehr oder weniger diesen Kalender auch selbst geschenkt und habe da vor allem auf der ersten Seite so ein paar Sticker dran gemacht und habe dann auch von meiner Lieblings-YouTuberin noch eine Widmung bekommen, was ich total süß finde. Haben ihre Videos angeschaut natürlich und habe dann das Buch, diesen Kalender auch so ein bisschen gepimpt und so ein bisschen individualisiert. Das heißt, ich habe dann auch Sticker von mir reingegeben und andere Pferdepickerl. Pickerl heißt es ja bei uns in Österreich. Und habe da so Dinge reingeschrieben, die ich 2017 noch erreichen möchte. Ähnlich wie auch in meinem Trainingsbuch. Das so aussieht und was ich auch selbst gepimpt habe. Also ich habe da so einen Gummizug dazu gemacht oder ich habe so einen Stifterhalter da dran gemacht. Stift weg jetzt mal. Und habe das komplett individualisiert, was du da alles selber machen kannst. Dazu habe ich auch ein eigenes Video gemacht. Schau das unbedingt noch an, falls du das noch nicht gesehen hast, damit du dein Buch da so komplett zu deinem eigenen machst. Ganz genauso wie mein LDP-Kalender, den ich total cool finde, den ich jeden Tag benutze und jeden Tag ein bisschen was reinschreibe. Genauso wie in das Buch, wo ich alles reinschreibe, was ich mit meinen Pferden so mache. Kannst du machen, auch wenn du kein eigenes Pferd hast oder wenn du Schulbetrieb reitest und eine Reitbeteiligung hast oder wenn du ein eigenes Pferd hast. Da kann man irgendwie alles reinschreiben und total schöne Erinnerungen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verlinke dir da jetzt noch zwei Videos, die du dir auf jeden Fall anschauen solltest. Das eine finde ich super lustig und das andere ist mega praktisch. Vielleicht kennst du das noch nicht. Kostenlos abonnieren nicht vergessen und alle Links auch in der Infobox. Bevor du gehst, unbedingt noch eine Bewertung da lassen und wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.